Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 3 Sekunden. Ich bin gespannt und let's go. Wir haben ein Paket wieder zurück, was nichts Besonderes ist. Wir haben diese ganzen Skins wieder im Shop und Waffenexpertin ist wieder zurück. Könnte ein sehr, sehr seltener Skin sein. Es sollte auch das Lava-Legenden-Paket wieder im Shop sein. Und es ist einfach wieder zurück. Ich glaube, das ist auch sogar ein bisschen selten gewesen. Schauen wir uns direkt mal als erstes an. Kostet hier 16 Euro. Man bekommt dafür einen sehr nicen Skin. Cool Design mit dem Feuer hier oben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Dann gibt es noch eine weitere weibliche Variante im Paket. Also jetzt nicht von dem Skin hier, aber das ist die weibliche andere Valkyrie. In Feuer, finde ich sehr nice, gibt es ja in Eis und in Feuer und ich glaube in sonst nichts mehr. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen, danke für euren Support. Passendes Backbling, finde ich sogar recht cool das hier, das wäre mir viel zu groß. Gleiter ist eh mächtig, der ist schon krass, der ist schon ultra ultra krass. Das Paket ist auf jeden Fall wieder zurück. Dann, was haben wir hier oben? Paket für 2000 V-Bucks. Ist es neu, das Paket? Ich kann mich irgendwie nicht an das Paket erinnern. 2k V-Bucks mit den ganzen Gegenständen ist schon recht okay. Ist schon in Ordnung. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Paket als Paket gab. Okay, die hat sogar Stile. 2 Stück, einmal reaktiv und nicht mehr reaktiv. Ein Backbling finde ich langweilig. Hat keine 2 Stile. Bei dem genau dasselbe, einmal reaktiv und einmal nicht mehr. Was haben wir hier? Passendes Backbling ist genau dasselbe, nur in anderen Farben. Spitzhacke finde ich okay. Aber die letzte finde ich am besten. Der Gleiter. Ups, wartet mal. So jetzt. Erinnert mich immer an so eine Motte. Ist gar nicht mal so bad. Das ist eh die beste Spitzhacke. Also von dem Paket jetzt. Ansonsten, ich würde sagen, Spitzhacke mein Favorite, der Rest ist wirklich lame. Das Ganze kann man sich einzeln kaufen. Würde ich jetzt nicht machen. Dann würde ich gleich das Paket holen. 1,5. 1,5. 800 geht klar. Und dann haben wir hier das Ganze für 800 V-Bucks. Ach so. Wartet mal. Das Paket kostet keine 2000. Ich habe ja die Spitzhacke. Genau aus dem Grund kostet es nämlich 2000. Ich denke mal 2500 V-Bucks wird das Paket kosten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was das Ganze kostet. Kam mir ein bisschen billig vor. Aber jetzt haben wir es ja aufgeklärt. Was haben wir hier? Farbenbomberin. Wie oft war die bitte schon im Shop da gewesen? Nichts Besonderes. Farbenkanonier. Auch gefühlt 10.000 Mal schon im Shop da gewesen. Passende Spitzhacke finde ich okay. Außer 1,5 ist schon ein bisschen too much. Farbenballon. Der hat was. Der ist süß. Der hat was. Was haben wir hier? Diese coolen designten Skins. Einmal in der Standardvariante. Und hier der zweite Stil. Sieht so ein bisschen gezeichnet aus. Finde ich sehr, sehr nice. Passendes Backbling, genau das gleiche Spiel, einmal Standard und einmal gezeichnet. Das gleiche haben wir hier bei dem Kollegen für 1,8, weil da die Spitzhacke dabei ist. Einmal Standard und einmal hier wieder der zweite Stil. Passendes Backbling, ja okay, hat hier einen kleinen Fehler, okay. Nichts Spektakuläres, was haben wir hier, Spitzhacke? Aber wartet mal. Der Sound ist anders und der Sound ist wiederum anders. Okay, ist ein bisschen spezieller, finde ich cool. Die Spitzhacke hat auch 2 Stile, aber hat die auch 2 Sounds. Okay, merken wir uns. Ja, gibt es auch 2 Sounds, also für 800 V-Bucks macht man hier nichts falsch. Was haben wir hier? Okay, der ist auch nicht schlecht. Hat auch 2 Stile. Hat er aber 2 Stile. Hat sogar auch 2 Sounds. Okay, finde ich echt ein cooles Feature. Lackierung ist nicht schlecht. Gefällt mir gut. Für den Preis kann man hier nichts falsch machen. Oha, wir haben sogar noch mehr im Shop. Gar nicht aufgefallen. Der Shop ist aber riesig heute. Hat 2 Stile. Einmal mit bisschen mehr Sternen und einmal ein bisschen weniger. Backbling finde ich sogar schlicht und okay. Passende Lackierung, sehr crazy. Mit ganz vielen Sternen. Finde ich sehr nice. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Verdammt, verdammt großer Shop. Jetzt bin ich gespannt, wie selten diese Dame hier ist. Weil da steht wieder da. Könnte echt so zwischen 500 Tage sein. Zwischen 500 und 600, denke ich jetzt mal. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, die Dame ist 567 Tage alt. Okay, krass.
Okay, und der Rest ist so nichts, darüber brauchen wir gar nicht reden. 567 Tage, Waffenexperte. Finde ich ein sehr cooler Skin. Hat was. Hat was Außergewöhnliches. Für 1-2 finde ich okay. Hat zwar keinen Backbling, aber chilliger Skin. Ist somit das seltenste. Sternenboten, ja, ist okay. Ein bisschen bunt. Was haben wir hier? Cooler Gleiter. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, der ist auch schön leise. Was macht die Spitzhacke hier wieder im Shop? War vor kurzem erst da gewesen. Sehr langweiliger Sound. Pirouette. Ist cool. Und dann haben wir hier Jazzhandel für 200. Kann man sich definitiv auch gönnen. War es hier schon mit den ganzen Items? Ja, ansonsten ist immer noch alles hier so, wie es ist bei den ganzen Freaky Frühling Sachen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem etwas längeren Shop-Video.